Ja, geschätzter Kollege Hagen von der FDP. Die FDP ist ja häufig in dem Ruf, dass sie immer opportun das macht, was sie will. Die AfD war die ganze Zeit gegen überzogene Maßnahmen, auch im Bundestag. Sie haben das alles mitgetragen und jetzt, wo Sie meinen, das wäre opportun in der Bevölkerung oder um Ihre Umfragewerte und schlechten Ergebnisse der Landtagswahl vielleicht wieder nach oben zu bringen, machen Sie genau das Gegenteil. Ich sage, gestern, vor einem Tag im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst gab es einen AfD-Antrag, wo wir gefordert haben, die Aufhebung der Maskenpflicht an Hochschulen endlich umzusetzen. Es sind keine Gefahren mehr für junge Menschen da. Es gibt Ungleichheit zwischen Lehrpersonal und Studenten. Und die Studenten müssen das noch ausbaden, indem sie immer noch FFP2-Masken je nach Hausrecht tragen müssen. Meine Frage, wie ist Ihr Abstimmungsverhalten überhaupt zu erklären? Haben Sie Ihre Meinung von gestern auf heute geändert oder sind Sie einfach auch nicht in der Lage, einem guten AfD-Antrag zuzustimmen, wo wir diese Position ja schon die ganze Zeit hatten? Bitte schön. Herr Kollege Hahn, Ihre Ausführungen zeigen mir, dass Sie in den letzten zwei Jahren offenbar nicht aufgepasst haben, weder im Landtag noch haben Sie die Debatten im Bundestag verfolgt und das Abstimmungsverhalten der FDP. Sie haben die Pandemie von Anfang an falsch eingeschätzt und Sie haben offenbar auch nichts dazugelernt.